und herzlich willkommen bei Näh mit mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man so einen coolen Hexenrock passend zur Halloween-Zeit ganz einfach aus alten Stoffresten selber nähen kann. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir heute alles brauchen, um diesen coolen Hexenrock selber machen zu können. Und das wäre zunächst einmal eine Stoffschere, ein Maßband und Stecknadeln. Dann brauchen wir natürlich auch Garn. Von der Farbe her könnt ihr da einfach mal schauen, was am besten zu eurem Rock passt. Ich habe mich jetzt hier für ein schlichtes Schwarz entschieden. Und dann brauchen wir gegebenenfalls noch Stoffkreide, um eben ein paar Markierungen setzen zu können. Dann brauchen wir natürlich auch noch ein relativ breites und stabiles Gummiband, das eben später als Taillengurt und auch als Aufhänger der ganzen Stoffreste dient. Und zuletzt brauchen wir dann natürlich noch die ganzen Stoffreste. Da könnt ihr einfach mal schauen, was bei euch zu Hause noch rumfliegt. Ich habe mich jetzt von der Farbwelt so für grün, rot, schwarz und blau entschieden und von der Materialität auch alles genommen, was ich eben so gefunden habe. Bevor man jetzt beginnt, die ganzen Stoffreste zu bearbeiten, sollte man sich zunächst einmal überlegen, wo der Gurt genau sitzen soll. Das heißt, entweder relativ hoch in der Taille oder auch etwas tiefer in der Taille. Und dann kann man eben die Breite schon ausmessen. Das heißt, wir legen den Gurt einmal um unsere Taille herum und können dann markieren, wo eben der Gurt endet. Das heißt, wir berechnen natürlich noch ordentlich Nahtzugabe, schneiden das also etwas breiter ab. Und von der Breite ausgehend können wir dann eben die ganzen Stoffreste bearbeiten. Nachdem man jetzt die Länge des Taillenbandes soweit ausgemessen hat, kann man auch schon fast beginnen, die Stoffreste zu bearbeiten. Wichtig ist nur, dass man sich vorher genau überlegt, wie lang eben der Rock werden soll, damit man dementsprechend die Stoffreste auch zuschneiden kann. Ich habe mir jetzt überlegt, dass mein Rock ab der Taille ausgemessen 50 cm lang werden soll. Man kann das Ganze natürlich auch länger oder kürzer gestalten. Und dann ist noch wichtig, dass man auf jeden Fall das Taillenband noch mit einmisst. Das heißt, da müssen wir den Stoff ja einmal drumherum wickeln, das heißt von der Breite aus hat das einmal die 4 cm, das rechnen wir dann doppelt, das heißt 8 cm und nochmal ungefähr 2 cm Nahtzugabe. Das heißt, wir kommen dann insgesamt auf eine Länge von 60 cm, die wir zuschneiden müssen. Wenn man sich die Länge des Rockes jetzt soweit überlegt hat, kann man eigentlich auch schon beginnen, das Ganze zuzuschneiden. Denn von der Breite her ist es wirklich jedem selbst überlassen, wie man das gestaltet. Ich persönlich finde es sogar ganz schön, wenn das Ganze nicht so gleichmäßig breit ist und eben so ein bisschen unterschiedlich sich dann abhebt. Genauso mit diesen Knittern hier in den Stoffresten, die kann man gerne auch ausbügeln oder eben auch drinnen lassen, so wie ich das machen werde. Dann ist einfach nur wichtig, dass man natürlich die Länge erstmal von den Knittern ausmisst. Das heißt, nicht das Ganze richtig glatt ziehen und dann ausmessen, sondern so, wie es eben hier liegt. Und dann werden wir das Ganze ausmessen und können eben jeden einzelnen Strang zuschneiden. Jetzt aus den Stoffresten rausschneidet, ist es im Prinzip gar nicht wichtig, zum Beispiel auf den Fadenlauf zu achten. Wichtig ist einfach, sich den Stoff auch mal im hängenden Zustand anzuschauen, um zu gucken, wie sich die Länge verändert. Generell bin ich aber der Meinung, gerade bei so einem Rock, das Ganze lieber etwas zu lang zu gestalten und dann kann man es später im fertigen Zustand auch einfach nochmal abschneiden. Genauso ist es hier bei Stücken, die eigentlich ein bisschen zu kurz sind, die kann man auch gerne einfach ein bisschen kürzer lassen oder man kann natürlich super gut auch einfach noch ein Stoffstück dran nähen. Das würde auch gar nicht auffallen.
Stoffstücke zugeschnitten hat und auch schon das Gefühl hat, dass es langsam reichen könnte, kann man auch schon beginnen, die Schlaufen bei den einzelnen Stoffstücken zu nähen. Dafür müssen wir im Prinzip das Ganze einfach einmal umknicken und uns das natürlich vorher abmessen. Das heißt, entweder kann man das so machen, dass man eben hier einmal 6 cm nimmt wegen der Nahtzugabe und da dann eben das Ganze einmal abknickt und dann kann man eben von dem abgeknickten aus die 4 cm abmessen und sich da die Markierung setzen, dass man da dann eben nachher einmal lang näht. Einfacher ist es dann natürlich, wenn man sich einfach hier das Taillenband zu Hilfe nimmt, einmal das Ganze hier um das Taillenband drumherum wickelt, passend mit der Nahtzugabe auch, und dann sich hier eben die Markierung setzt, wo man eben dran lang nähen muss, damit das auch relativ fest ist. Und wenn man sich das dann eben bei allen einzelnen Strängen fest markiert hat, kann man auch schon beginnen, das einfach einmal abzunähen. Das heißt, wir werden das mit einem Geradstich einfach ein- oder zweimal abnähen und natürlich vorne und hinten verschließen. Auch gut machen kann, dass man eben die Schlaufe direkt auf dem Gummiband drauf lässt und dann hier direkt dran lang näht. Da ist aber eben die Gefahr, dass man den Stoff schnell aus Versehen an das Gummi dran näht und man müsste eben alles vorher sortieren, damit man es nicht wieder ab und wieder drauf machen muss. Deswegen bevorzuge ich es eben, das Ganze einfach mit einer Nadel zu markieren, dann etwas gröber dran lang zu nähen, damit man das Ganze hinterher auch ordentlich wieder auffädeln kann. Stoffstücke, so wie eben erklärt, vorher auszumessen und dann eben mit einer Stecknadel zu markieren, wo man dran lang nähen muss, kann man alternativ auch direkt das Taillenband als Maßangabe nutzen. Das heißt, wir machen dann einmal die Schlaufe schon fertig um das Taillenband herum und können dann eben da mit etwas Abstand zum Taillenband dran lang nähen. Da muss man nur einfach aufpassen, dass man wirklich genug Abstand lässt, damit man nicht in das Taillenband aus Versehen reinnäht. Und dann nimmt man eben die Schlaufe ab und kann die nächste drauf machen. Wenn man jetzt bei allen Streifen die Schlaufen soweit fertig genäht hat, kann man auch schon beginnen, das Ganze auf das Taillenband zu fädeln. Dafür nehme ich mir jetzt einfach die erste Schlaufe und fädel die eben auf das Band und schaue dann, welche Farbe als nächstes kommen soll. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich eben das Ganze so ein bisschen abwechselnd haben will. Das heißt, mal eine grelle Farbe, dann eben ein bisschen schwarz, mal ein bisschen Tüll wieder. Das heißt, dass das eben ein bisschen abwechslungsreich ist. Aber da könnt ihr natürlich frei entscheiden, wie ihr das gerne machen möchtet. Natürlich, dass man immer eine Seite im Prinzip einhält. Das heißt, dass die Naht, die hier zu sehen ist, beziehungsweise dieser Stoffrest, das Ende, immer nach innen zeigt. Und so werde ich das Ganze jetzt auch auffädeln. Falls man übrigens das Ganze gar nicht so gerne ja alles vernähen möchte, kann man alternativ auch noch mit Knoten arbeiten. Dann würde man eben alle einzelnen Stränge da an die Taille beziehungsweise das Bündchen hier dran binden. Da wäre aber eben wichtig, dass man etwas
schmaleres Taillenband hat, damit man eben ordentlich die Knoten machen kann. Und ich muss sagen, mir gefällt das nicht so gut, weil eben die Knoten auch immer mal wieder aufgehen können. Und das ist wirklich so eine sichere Sache. Da ist alles ordentlich festgenäht und man hat das eben auch so, wie man es gerne haben möchte. Streifen so weit auf das Taillenband gezogen hat und eben mit der Fülle auch so weit zufrieden ist. Bei mir sind es jetzt übrigens über 60 Stoffstreifen geworden, kann man eben auch schon beginnen, das Taillenband zuzunähen. Dafür legt ihr euch am besten den ganzen Rock mit den Stoffstreifen noch einmal um die Taille und markiert euch eben, wie eng das Ganze werden soll. Und wenn man dann eben die Markierung gesetzt hat, muss man im Prinzip einfach die beiden Enden verbinden und ja ungefähr 2-3 Mal drüber nähen, damit das auch wirklich fest ist. Und dann kann man eben die restlichen Streifen etwas drüber ziehen, damit das Ganze gar nicht mehr so auffällt. Nochmal den fertig genähten Rock sehen und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis und der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dadurch, dass wir eben mit so vielen Stoffresten gearbeitet haben, ist der Rock auch richtig schön bunt und abwechslungsreich geworden. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal ein Like hinterlassen und die Glocke abonnieren. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim selber nähen.